Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, ist hier der schöne Wasserturm in Mannheim hinter meinem Rücken. Wie ihr im Titel schon lesen konntet, gibt es heute ein fettes Umstyling. Und zwar hat mich ein gewisser Hassan angeschrieben über Instagram, dass er ein Umstyling möchte. Wir holen ihn gleich ab und dann geht's in die Stadt. Auf seinem Profilbild konnte man schon sehen, dass er so ein bisschen lange Haare hat und so eine Ähnlichkeit mit Apache hat. Und dann haben wir uns gedacht, Digga, weißt du, was wir machen? Wir nehmen einfach ein Bild von Apache und versuchen ihn genau so umzustylen. Also das heißt, wir gehen in Mannheim mit ihm einkaufen, versuchen genau dieses Bild nachzukaufen, damit er 1:1 aussieht wie Apache. Ist das nicht eine geile Idee, Leute? Auf jeden Fall, das machen wir. Wir holen jetzt Hassan von Mannheim Hauptbahnhof ab und dann geht's los. Peace! Hi! Was geht? Gut, bei dir, Mann. Alles klar, wie geht's dir? Ja. Alles klar? Gut. Willkommen in Mannheim. Hey Leute, also ich bin der Hassan, komme aus Frankfurt und komme heute an Umstyling. Wie alt bist du? Ich bin 18. 18. So, Hassan. Jo. Jetzt let's go. Wir suchen jetzt das komplette Outfit hier. Wir brauchen einmal einen Rollkragenpulli, wir brauchen ein bisschen Oversized Hose, dann brauchen wir Stiefel. Hey, wenn wir alle drei Sachen hier im H&M finden, Jackpot. Zeig mal deine Haare. Oh, mashallah. Rollkragen gefunden. Sieht fresh aus. Erstmal anziehen. Wir haben jetzt Pulli, wir haben diese Hose. Du musst jetzt einmal in die Kabine und einmal aussehen wie er. Mach, versuch's. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, welches nächste Rapper-Umstyling ich machen soll. Schreibt's mal unten rein, ich bin mal gespannt. Viel Spaß. Wie ihr schon am Rollkragen erkennen könnt, Leute, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Oberteil ist perfekt, Hose ist perfekt, Socken haben wir, jetzt brauchen wir noch Schuhe und? Sonnenbrille. Perfekt, let's go. Und wir haben noch nicht mal die Schuhe gekauft. Also, Hassan, hier ist dein persönliches Apache 207 Outfit. Freust du dich? Ja, natürlich. Leute, ich merke, es ist nicht einfach, diese Stiefel zu finden, aber wir geben die Suche nicht auf. Wir laufen jetzt Richtung Paradeplatz und schauen mal, ob es da ein paar Läden gibt, wo wir so eine Stiefel finden. Aber wir finden. Sicher was. 100%. Und was sollen die Leute nicht tun? Sollen nicht vorspulen. Genau. Leute, wir stehen jetzt hier vom türkischen Laden. Türk Sofrasi, Ocakbaşı. Wir gehen jetzt was essen. Ja. Wir brauchen definitiv ein bisschen Stärkung. Dann müssen wir weiter nach Stiefeln suchen, dann müssen wir noch eine Sonnenbrille besorgen und dann, Leute. Dann werdet ihr das sehen am Ende. Auf jeden Fall. Chill, chill. Boah. War gut? Super, hat lecker geschmeckt. Ja? Ja. Wir gehen jetzt eine Sonnenbrille für dich holen. Das Gute ist, wir haben jetzt gut gegessen und haben genug Kraft für weitere Schritte. Leute, ich sag's euch, das ist wirklich ein Tipp von mir. Das ist der beste Optiker. Hier gibt es die besten Sonnenbrillen in Mannheim. Was geht, Nino? Oh, servus. Das ist der Besitzer von hier, von Tiger. Was geht ab? Hey, ich muss sagen, wirklich, ich bin jetzt das erste Mal hier in diesem Laden. Der ist ja neu. Seit wann hast du den? Du, seit einer Woche. Eine Woche? Direkt. Hey, der sieht so geil aus, Mann. Richtig geiler Style. Auch das mit den Wänden, so Industrial und so, das gefällt mir richtig gut. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch einen geilen Kaffee trinken. Mit dabei. Ja, ich habe schon Espresso getrunken. Wenn ich jetzt noch Espresso dann trinke, dann kriegst du Sekt oder was? Dann macht's so bei mir die ganze Zeit. Stell dir noch mal ein bisschen ein, warte mal. Genau, der trägt sich aber auch manchmal so, extra ein bisschen weiter unten, weißt du? Ist es genau 1:1 die Brille gewesen? 1:1. Echt? Ich erkenne es aus 100 Kilometer, vor allen Dingen, der hat sich bei uns gekauft. Von der Ey, also guck mal. Der ist halt nur, Apache ist halt nur so hoch. Ich bin kaum hochgekommen beim Einstellen der Brille, weißt du? Wer von euch errät, was für ein Wortspiel das drin hat, schreibt es mal bitte jetzt unten in die Kommentare. Aber zacki, zacki. Wir haben die Brille gefunden. Bevor wir jetzt so viel rumlabern, wir haben schon 16 Uhr, wir müssen Gas geben. Wir brauchen jetzt Stiefel und dann würde ich sagen, let's go. Nino, adios, ich danke amigos. Dir, wir sehen uns auf jeden Fall öfters und komm vorbei. Tiger. Wir gehen jetzt in den US-Shop und holen Springerstiefel. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Ob wir wirklich dieses Bild treffen werden? Ich denke mal ja, aber vielleicht auch nein. Vielleicht ist es nur eine Vorstellung von mir und am Ende ist es doch nicht so. Aber bleibt einfach dran, Leute. Geradeaus. Hi, servus. Hi, was geht? Servus, wir haben gerade schon geredet, aber ey, wir haben wirklich komplett Mannheim abgesucht. Ja. Und nach diesen Schuhen gesucht. Bei uns gibt's die, Digga. Geil, Mann. Kannst du kaufen, kannst du haben. Richtig. Verschiedene Farben, verschiedene Größen, wir haben alles da. Richtig geil. Wir haben jetzt Schuhgröße 47, ne? Ja. Schon Baba-Schuhgröße. Und genau die haben wir gesucht. Dankeschön nochmal dafür. Gerne. Auf jeden Gerne. Fall. Und ich würde sagen, gehen wir nach hinten, zieh dich mal um. Ach, zieh mal komplett das ganze Outfit an. Und ich bin so gespannt, ob wir das treffen werden. Mach mal. Hey, viel Glück. Apache 207,5. So Leute, jetzt habe ich auch noch Apaches Roller gefunden. Jetzt geht's los.
Hey, stopp. Hassan. Ja? Brutales Outfit. Ich schwör's dir. Ich finde, wir haben die Challenge gewonnen, dass wir dieses Bild einfach komplett kopiert haben. Wir haben dieselbe Brille, wir haben das geile Outfit und ich finde, wir haben es perfekt getroffen. Aber ich kann dich so nicht nach Hause gehen lassen. Das geht nicht, weil ich muss meinem Kanal treu bleiben, mein Freund. Das bedeutet, du bekommst jetzt Seiten auf null. So sieht's aus. Bruder, du hast deine Haare lang genug wachsen lassen, aber ich finde, die müssen ab. Wir gehen jetzt zum Friseur. Ich bringe dich jetzt zum besten Friseur hier in Mannheim. Und dann bekommst du jetzt Seiten auf null, Bruder. Also, meine lieben Leute, ich schwör's euch, bitte schreibt's mal unten in die Kommentare, ob wir dieses Outfit getroffen haben. Wie fühlst du selber dieses Outfit? Fühlst du dich darin wohl oder ist es für dich so komisch ein bisschen? Bisschen komisch, aber... Ich schwör's dir, guck mal, wir haben richtig geile Doc Martens gefunden. Wie viel haben wir bezahlt? 170 Euro. Dann haben wir für diese Brille über 150 Euro beim Tiger bezahlt. Und dann das Outfit, wie viel hat das alles komplett gekostet? Wir haben 400 Euro für das ganze Outfit gezahlt. Ja, wir haben halt auch krasse Schuhe genommen und eine krasse Ray-Ban-Brille, die, wie ich finde, dir sehr, sehr gut steht. Auf jeden Fall haben wir das Apache Outfit Umstyling. Haben wir durch, Leute. Und ich schwör's dir, wir haben es gepackt, Mann. Richtig geil. Dankeschön, Ahmad, für deine Unterstützung. Habibi. Hey, Apache, was geht? Oh mein Gott, da geht schon viel ab. Ey, das macht mir so Spaß. Ey. Geil, gell? Macht dir so Umstyling Spaß? Richtig, Dogger. Woran? Für mich kein Problem. Ich kann dir alle zwei Tage jemanden zum Umstyling bringen. Gerne. Also Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, wer von euch möchte von Goran umgestylt werden. Schreibt Hashtag ich möchte von Goran umgestylt werden in einem Satz in die Kommentare. Und dann könnt ihr euch mal auf Instagram bei mir bewerben mit einem Bild und ich bringe euch zu Goran. Er macht euch direkt fresh. Alle zwei Tage. Oder? Alle zwei Tage. Power. Aber ihr müsst auf jeden Fall so wie Hassan Augen zumachen. Und genießen. Wenn Herr Bartmann in seinem Video 350.000 Aufrufe erreicht oder Likes, ja, versprochen, 5 Leute können einen Monat lang Schnitt auf meinen Nacken kostenlos. Also auf dieses Video 350.000? Auf jeden Fall. In einem Monat müsst ihr das erreichen, egal wie. Die Leute wählen wir beide zusammen. Fünf Leute, ein Monat lang. Haarschnitt wann die Goran kommen, seinen Nacken. Einmal die Woche. Haare, Bart, waschen, alles dabei auf meinen Nacken. So Leute, ihr wisst ja ganz genau Bescheid. Ihr könnt euch ganz normal für so einen Haarschnitt auf Nacken oder Umstyling bei mir bewerben. Deswegen unten in der Infobox ist mein Instagram-Link. Schreibt mir einfach auf Instagram eine Nachricht, wenn ihr ein Umstyling machen wollt. Dafür müsstet ihr aber nach Mannheim kommen oder in Mannheim wohnen, in Ludwigshafen, Heidelberg, irgendwie außen rum und dann hierher kommen. Aber Leute, dafür bekommt ihr das beste Umstyling in ganz Deutschland, Leute, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall bin ich gleich gespannt. Ah, guck mal, ihr seht das Ergebnis noch nicht. Ne? Bin ich gleich gespannt auf das Ergebnis. Wird Baba. Also. Hassan, du hast zwar deine Haare bis jetzt noch nicht gesehen, aber guck mal auf den Boden. Guck mal, das sind noch mindestens 4 Kilo, die da liegen, oder? Beschreib mal deine Gefühlslage. Bist du aufgeregt, nervös? Nö, nicht mehr. Unsicher? Nee, warum? Ja, weiß nicht, was. Nee. Freust du dich? Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ja, Mann! Ich schwöre bei Gott, was ist das hier im Hintergrund? Bist du bereit? 2, 1. Keine Ahnung, Digga, ich sehe wie ein anderer Mensch aus. Bomba. Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt, keine Ahnung. Ja, sag, guck dich im Spiegel, geh ruhig rein, geh in den Spiegel, Bruder, hier rein. Du musst dich erstmal dran gewöhnen, keine Ahnung, wer macht 4 Jahre sowas? Anders. Ja, aber was sagst du? Sprachlos, keine Ahnung. Stabil. Ja, aber du musst doch gut finden oder schlecht? Ja, stabil, gut. Ja? Hat mir gefallen. Also, liebe Leute, er braucht kurz eine Verschnaufpause, weil er sich 4 Jahre lang noch nicht so gesehen hat. Wir geben ihm mal 5 Minuten und dann fragen wir ihn gleich nochmal. Hey. Zeig mal. Mama mia. Hey, ich schwöre, richtig fresh, man. Zeig mal, lass mal einmal kurz rum. Alter. Was für ein fresher Übergang. Guck mal, ich kann nicht mal hier rumlaufen, weil ich die ganze Zeit auf deine Haare kriege und ausrutsche. Schreibt mal bitte, Leute, in die Kommentare, wie ihr diese Frisur findet. Ihr habt ihn ja vorhin gesehen mit den langen Haaren. Wie findet ihr diese Frisur an ihm? Hey, fresh war mit der Brille.
Richtig geil. Ich schwöre, richtig, richtig cool, Mann. Was fandest du besser? Lange Haare oder jetzt die kurzen? Kurzen. Die kurzen findest du besser? Praktischer. Ja, auf jeden Fall, Mann. Also, du hast ja eigentlich auch nice, gepflegte Haare gehabt. So. Wir haben heute definitiv einen fetten, fetten Tag gehabt, Mann. Ja. Muss ich sagen. Du hast ein cooles Outfit, was dir auch so steht. Ja, ohne dass ich jetzt sage, so, ey, keine Ahnung, du kannst jetzt nicht mehr so rumlaufen, weil wir das von Apache kopiert haben. Sieht richtig geil aus. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und an alle, die nicht vorgespult haben, ihr seid Ehrenmänner, oder? So sieht's aus. Gib dem Hassan bitte noch Props, Mann, ohne Witz. Der hat auf jeden Fall ein krasses Erlebnis heute gehabt mit diesem Apache-Umstyling und jetzt noch Seiten auf Null, was er noch nie davor hatte. Also Leute, gib ihm Props, ich gebe ihm meine Props und jetzt setzt er sich gleich wieder in den Bus zurück nach Frankfurt und ich gehe schneiden. Oder? Dankeschön für deine geile Arbeit. Ey, immer wieder gerne. Wie gesagt, bester Mexikaner. 350.000 Likes, Aufrufe, 5 Haarschnitte auf meinen Nacken. Habt ihr gehört, wirklich? 350.000 Aufrufe und wir wählen 5 Leute aus, die einen Monat Haarschnitt auf seinen Nacken bekommen. Digga, einfacher geht's nicht. Wo gibt's das? Wo gibt's das? Ehrlich? Ich schwöre, noch nie. Gab's noch nicht. Also Leute, danke, Leute. Wir danke, sagen dass Peace. Du da warst. Ciao. Haut rein. Und an Apache, macht ihr wirklich mal Seiten auf Null.